So, ich habe hier etwas Neues da. Ist gerade mit der Post gekommen. Ich habe ganz kurz nur den Deckel abgemacht, wusste sofort, was es ist. Und zeige euch das Ganze. Ich musste mir eine kleine Miniatur bauen, damit ich die Kamera, meine Handykamera von oben auf meinen Tisch filme, damit ich hier was zeigen kann. Und ja, ich hoffe, das Gestell hält's aus. Und ich hoffe, dass das Licht gut genug ist, damit man hier die Sachen erkennt. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben eine kleine Miniatur von... von BAMTEC. Ja, das BAMTEC Logo integriert. Und jetzt schauen wir, was das alles hier enthält. Wie gesagt, gerade frisch angekommen. Ich habe es noch gar nicht ausgepackt, nur den Deckel kurz abgemacht. Ja, hier haben wir viele Sachen. Und hier haben wir schon die BAMTEC Teppiche und Abstandhalter und die Saumbewehrung. Diese Saumbewehrung zum Beispiel, die gibt es auch als Modulbewehrung. Da habe ich auch was in Altplan programmiert für die Modulbewehrung. Nur so viel dazu. Jetzt packen wir das Ganze hier aus. Da müssen wir hier noch so Go to Bum App. So eine Art Controller. Schaut aus wie vor NES oder sowas. Jetzt haben wir das Ganze zusammengestellt. Ja, dann fangen wir mal an, das BAMTEC zu verlegen. Also wir haben hier sozusagen unsere Teppiche. Was muss man alles beachten? Bei BAMTEC ist natürlich die Rollrichtung immer wichtig. Es gibt eine Lage Xi und eine Lage Eta. Das ist jetzt erstmal das erste Hindernis herausfinden, mit welcher Lage wir anfangen. Ob wir jetzt so rollen oder so rollen, beziehungsweise so, wir werden nicht hier anfangen. Und es gibt halt in BAMTEC ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Aber ich glaube, man wird gleich erkennen, wie BAMTEC funktioniert. Es geht zuerst mal jetzt um die Grundbewehrung unten in beiden Lagen. Dazu suchen wir jetzt hier an den BAMTEC-Rollen, ist immer das erste Eisen mit so einem Etikett versehen. Auch in Real Life gibt es ein Etikett und da ist eine Nummer. Zum Beispiel hier steht jetzt drauf 3.1. Das heißt, das ist die dritte Lage vom BAMTEC. Das legen wir erstmal auf die Seite. Legen wir es mal hier rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da muss man wieder in die Kamera schauen. Ja, das sieht man noch. Okay. Das machen wir jetzt hier ganz raus. Im Bildschirm. Genau. Und so. Also die dritte Lage legen wir hier wieder zurück. Ich suche mal nur die erste und zweite Lage. So. Denke mal, das wird auch eine dritte sein. Dritte Lage, genau. Vierte. War noch nicht. Habe ich ein Glück, gleich die 5. und 4. alle erwischt. So, dann müssen wir aber jetzt hier irgendwie auf die 1.2 haben wir hier. Wo sind denn die 2er dann? Und die 1.1, wunderbar, die haben wir schon mal da. Das wäre so runtergefallen. Das ist natürlich zum Ausrollen des Ganzen. Die sind in so, in dem Fall sind es Federn, aber normalerweise hat es mehr so Ringe. Und da sind auch die Tragbänder mit aufgerollt. Tragbänder heißt es. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal an, aus was besteht denn BAMTEC eigentlich? Also das Bewährungsstahl, der aufgerollt wird und mit so einem Tragband, mit einem 20er flachen Band, wird das draufgeschweißt. Das wird maschinell hergerichtet. Es kommt darauf an, ob die Maschine sich den Coil vom Eisen selber reinzieht. Es kommt auf den Durchmesser drauf an. Ich glaube, ab 20er oder so werden die per Hand eingelegt und dann werden die von der Maschine geschweißt. Die Daten dafür, dass das an der richtigen Stelle geschweißt wird, erfolgt über TEC-Dateien, heißen die. Und die TEC-Dateien, die kann Altplan auch erzeugen. Jetzt machen wir den ersten auf. Wir haben hier die 1.1. Wir legen sozusagen den Teppich hier an mit der ersten Lage. Und jetzt muss ich bloß wissen, ob ich hier rolle. Hier rolle. Es könnte auch so sein. Schauen wir mal, ob es fühlt sich an, als wäre es dann dünner werden würde. Das heißt, wir fangen hier an zu rollen. Wir legen das hier fest und rollen sozusagen den ersten Teppich aus. Wunderbar, der passt. Jetzt sei noch dazu gesagt, es kann natürlich eine Decke oder eine Bodenplatte sein. Hier haben wir eine Öffnung, kann jetzt zum Beispiel Aufzugunterfahrt sein oder kann auch eine Deckenöffnung sein. Oder theoretisch könnte auch eine Stütze rauskragen. Wenn eine Stütze hier rauskragen würde, dann kann ich BAMTEC nicht einfach so drüber rollen. Also das heißt, der nächsten Lage könnte ich drüber rollen, weil hier ist ja die Stütze im Weg. Man kann aber auch
damit es wirtschaftlich ist, einen großen Teppich erzeugen und sagen, okay, rollt es bitte bis hier aus, schneidet die Tragbänder durch, nimmt es mit dem Kran, legt es hier an und rollt es weiter. Sowas geht manchmal auch. Es kommt aber immer auf die Bedingungen drauf an. Aber jetzt in dem Fall haben wir hier sauber die erste Grundlage ausgerollt. Wir rollen immer von breit auf dünn, damit sich nichts verheddert und so, und damit es auch aufgerollt werden kann, ist es immer so von breit auf dünn. Also die kleinsten oder die schmälsten Eisen sind innen drin in der Rolle. Dann, ne? Jetzt haben wir die 1.2. Hier machen wir auch wieder unsere Rolle auf. So, und höchstwahrscheinlich legen wir jetzt, also es könnte auch sein, dass man sagt, okay, die Baufirma rollt dann von hier nach hier, dann sollte sie darüber gehen und rollt dann von hier nach hier. Das ist zum Beispiel möglich. Es wäre aber auch möglich, dass sie wieder von hier anfangen und wieder hier rollen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Dazu gibt es eigentlich einen Verlegeplan, den hat man natürlich jetzt hier leider nicht. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir so rollen müssen oder so. Hier ist natürlich das Loch maßgebend. Und wir legen mal jetzt hier an. Ich denke einfach mal, dass es hier angelegt wird. Nein, falsch gedacht. Also, dann ist es sogar sehr gut geplant, denn man hat an die Baufirma gedacht, ihr müsst nur bis hierhin gehen, bis zum Ausrollen, dann geht sie hier rüber und geht wieder zurück. Das ist sogar sehr gut geplant, muss ich dann sagen, wenn das so vorgesehen wird. Wunderbar, hier ist das Loch ausgeschnitten. Jetzt sei dazu gesagt, hier haben wir dann die Übergreifung. Und jetzt ist es aber hier so, dass in dem Bereich läuft bloß das Tragband durch. Hier wurde kein Eisen erzeugt. Warum nicht? Weil ein Eisen braucht mindestens zwei Schweißpunkte, also zwei Tragbänder, damit es überhaupt geschweißt werden kann, sonst kann man sie gar nicht rollen. Na? Gut, aber das haben wir jetzt hier gut gelöst. Jetzt suchen wir die nächste Lage. Normalerweise müsste es jetzt eigentlich eine 2 geben. Ja, schauen wir hier rein. Also hier haben wir die SL 2.1. Ah, okay, da ist ein Teppich für die ganze Lage wahrscheinlich. Hier. Normalerweise höchstwahrscheinlich müssen wir hier anlegen und so rollen. So wird es richtig gemacht. Hier wäre es falsch wieder. Also hier ist genau beziffert, welche Lage als nächstes kommt. Und genau, das legen wir jetzt hier an. Kommt schon. So, erster Stab hierher. Und hier wird gerollt, gerollt, gerollt. Und man sieht jetzt dann ganz schön, dass auch hier wieder die Aussparung wunderbar vorgenommen wurde. Die Eisen, wenn man es sieht, so. Zulageeisen gleich in der Grundbewährung mit eingeschweißt. Das heißt, ich muss mir um die Zulage gar keine Gedanken machen. Hier mindestens zwei Schweißnähte pro Eisen. Und die Eisen, die können sogar unterschiedlich lang sein. Das ist der Vorteil von BAMTEC, dass die nicht irgendwelche Werte so aufgreifen und dann die alle mit Angsteisen verlängern, sondern ihr könnt es aus dem FEM-Netz direkt die Eisenlängen übernehmen, weil es egal, ob das dann 2 Meter ist und das 1,78 Meter, das ist alles ja Computer oder maschinell angeschweißt wird. Also da muss nicht jemand 10 Stäbe runterschneiden, sondern das wird einfach nach Datei abgekappt. So, jetzt haben wir die untere Lage, Grundbewährung und Zulageeisen hinzugefügt. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze mit unserer Bewährung bestücken, mit unserer Mittelbewährung, sage ich jetzt einmal mal, da kann die Schubbewährung rein, da können die Abstandhalter rein, da kommt die Saumbewährung rein. Genau. Es könnte auch noch sein, dass manche Zulageeisen noch per Hand hinzugefügt werden müssen, weil vielleicht die Tragbänder nicht reichen oder so, oder weil es die Geometrie so hergibt. Das kann es auch mal geben. Oder dass zum Beispiel hier am Ende keine zwei Schweißnähte über ein Eisen passen. Solche Sachen könnte dann auch noch zugelegt werden müssen. Das sieht mir jetzt sogar so aus. Also das ist natürlich die Grundbewährung. Ach, die Rundstahlbewährung, aber sowas gibt es wirklich als Zulage, als Modulbewährung gibt es auch, das weiß ich, weil ich das ja programmiert habe. Mal schauen, wie die dazu ranpassen. Das könnte so sein, ne? Ist da ein bisschen verbogen bei mir gleich. Aber so in etwa schaut es aus. Ja, so wird es ungefähr verlegt. Jetzt muss man natürlich darauf achten, Abstand, also das Gewicht der Teppiche. Unten können sie 1,5 Tonnen sein. Ein Teppich kann 1,5 Tonnen abnehmen. Oben ist die Empfehlung, dass sie nur 1 Tonne wiegen. Warum? Weil die Abstandhalter nicht mehr tragen können. Normalerweise ist es so, dass die Abstandhalter, also man gibt ja die Roll,
Richtung vor. Jetzt muss ich mal schauen, was als nächstes kommt. Die 3 muss ich jetzt schauen, beachten. Das ist die 3, das ist die große, die geht so. Das heißt, eigentlich müsste ich so meine Abstandhalter einlegen. Machen wir hier so. Genau, also die Abstandhalter müssen in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt natürlich so einlegen würde, dann würde es zu Komplikationen führen. Also ich lege es jetzt mal falsch rum ein, nur für den Anfang. Und so kann ich natürlich den Teppich gar nicht ausrollen. Das ist gar nicht machbar. Also wenn ich jetzt hier an, wie soll das funktionieren? Ne? Geht gar nicht. Also wird es eher so gemacht. Was noch der Fall ist, es wird auch am Startpunkt, wo der Teppich per Kran abgelegt wird, werden normalerweise mehr oder enger, engere Abstandhalter genommen, damit, weil da das ganze Gewicht drauf lastet und danach beim Ausrollen wird es ja immer leichter, der Teppich. Ne? Genau deswegen werden am Anfang meistens ein paar Abstandhalter mehr genutzt. Wunderbar, hier haben wir die Rolle. Die können wir hier perfekt in unser BAMTEC-Auffangbecken reinschmeißen. Und jetzt suchen wir die 4.1. Hier haben wir sie sogar zufällig wieder. Haben wir Glück. Und dann öffnen wir auch den 4.1er. Da weiß ich jetzt natürlich wieder nicht, starten wir hier oder hier oder hier oder hier. Gut. Wieder die Rolle drin. Zum Rollen. Das ist natürlich das. Ja, wird es hier enger? Sehe ich jetzt gar nicht. Ich versuche jetzt mein Glück. Wir haben hier so drüber gerollt. Jetzt ist die Baufirma hier. Jetzt will ich hier starten. In meiner Planung. Schauen wir mal, ob die das auch so machen. Wunderbar. Also wirklich perfekt von Hause geplant. Finde ich echt sehr gut. Und jetzt gehen wir wieder hier rüber und rollen wieder zurück. So denke ich zumindest. Ne? Wir machen hier wieder das letzte auf. Und wo ist der Start? Ja. Hier haben wir wieder das Start, also mit dem Etikett. Wie wirklich im realen Leben draußen, die Rolle beginnt mit dem Etikett. Und auch hier wieder perfekt ausgespart. Und jetzt haben wir unsere ganze Bewährung hier drin. Müssen nicht viel vertrödeln, also gar nicht viel Draht verwenden, sondern es hängt ja alles zusammen und dann haben wir die Grundbewährung. Und vor allem ist es ziemlich einfach dann bei der Bewährungsabnahme, im Endeffekt kontrollierst du nur diese Fähnchen da und schaust, ob der richtige Teppich ausgerollt wurde, weil dann kannst du mich sicher gehen, dass die Zulagebewährung mit angebracht wurde, weil die wurde angeschweißt in den meisten Fällen. Und dann schaust du halt vielleicht noch hier die Randbewährung an, aber ohne Samen geht es ja gar nicht. Und dann war es das. Und ja, so viel dazu. Jetzt auf jeden Fall ein dickes, fettes Like da lassen, unseren Kanal natürlich abonnieren und dann kommt die Endcard. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer wieder. Ciao.